zeige euch hier den Aufbau meiner Studiokamera. Und wer schon mal versucht hat, zwei oder drei Sätze auswendig zu lernen, der weiß, irgendwann braucht man einen Teleprompter. Der Teleprompter besteht einmal aus diesem Gehäuse und dazu gibt es eine Klammer, mit der man das Handy, denn ich benutze ein altes Handy als Studiokamera, fest mit dem Gehäuse verbinden kann. Aus dem DeskView-Paket brauche ich nur noch diesen Adapterring. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Um Linsen oder Filter fest mit dem Handy verbinden zu können, benutze ich ein sogenanntes Lenscape der Firma Arctis. Ich verlinke das in der Beschreibung. Dazu der passende Adapter, Bajonettverschluss auf 62 mm. Das ist mein altes Galaxy S9 von 2018 und das einzige, was man noch dazu braucht, ist eine kleine Unterlegscheibe. Ich verschraube den Linsenadapter mit dem Step-Up-Ring von DeskView, damit ich das Ganze an dem Lenscape befestigen kann. Danach kommt das Handy ins Lenscape und alle Teile werden per Bajonettverschluss miteinander verbunden. Jetzt kann man das Handy im Teleprompter montieren und dazu braucht man diese Klammer. Die muss man, wenn man das so macht wie ich, daran fummeln. Das ist nicht ganz so ein Selbstgänger, aber beim dritten Versuch klappt's. Das verhindert, dass das Handy durch sein Eigengewicht sich in dieser Halterung verdreht. Jetzt kommt noch die Unterlegscheibe zum Einsatz. Die findet man in seiner Werkzeugkiste, die Überwurfmutter drauf, alles festschrauben und fertig ist die Studiokamera. Was jetzt noch fehlt, ist das Tablett, das den Text liefert. Ich benutze ein Amazon Fire 7 Zoll. Für 50 Euro habe ich den refurbished gekauft. Ich benutze die Nano Teleprompter App. Die kostet eine Handvoll Euro. Ich finde, Entwickler haben jeden Cent verdient. Die ist fernsteuerbar, einmal per Bluetooth-Shutter oder auch über eine Remote-App von einem beliebigen anderen Android-Handy. Und per Google Cloud synchronisierbar. Alles zusammen kostet rund 350 Euro. Wer schlau ist und sich innerhalb der Samsung-Welt bewegt, kann nun sein Samsung-Tablet als Regiemonitor und zur Fernsteuerung der Studiocam benutzen. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen.